bei WDS entstehen noch einige andere Peaks, die wir nachher im Spektrum beobachten. Und diese vier zusätzlichen Peaks entstehen jetzt an unterschiedlichen Orten und bei unterschiedlichen Prozessen, wie wir gleich sehen werden. Der erste Peak entsteht gleichzeitig mit der charakteristischen Röntgenstrahlung. In gewisser Weise ist er nichts anderes. Also hier oben kommen die Elektronen an, treffen hier auf die Probe und in dieser Probe befinden sich Atome und darum herum die Elektronen. Und jetzt passiert nichts anderes bei der charakteristischen Röntgenstrahlung, als dass dieses Elektron ein anderes Elektron rausschlägt, das selbst irgendwie abgelenkt wird, ein Elektron nachfällt und dabei Röntgenstrahlung frei wird. Und das will ich jetzt mal kurz etwas schematischer aufzeichnen. Also ihr kennt diese Energieniveaus, die es hier so gibt, in den verschiedenen Schalen, also K-Schale, L, M-Schale, in dem 1, 2, 3, 4, 5 und hier 1, 2, 3, 2, 3 und in der K-Schale nur ein Niveau. Auf diesen Niveaus sitzen jetzt die Elektronen. Und was jetzt geschieht, wie gesagt, ist, dass ein Elektron auf das hier trifft und dieses Elektron rausgeschlagen wird. Also das kommt hier drauf, das ist rausgeschlagen, das wird irgendwie abgelenkt, das andere. Und dann fällt von oben ein Elektron nach. Was jetzt passieren kann, ist, dass wir uns nochmal nur diese 3L-Schalen angucken und die K-Schale, K und L1, L1, L2, L3, dass hier zwei Elektronen sitzen, dass aber dann hier es schon Leerstellen gibt. Also hier sitzen keine Elektronen, hier sitzen zwei Elektronen und das hier sind Leerstellen. Und diese Leerstellen führen jetzt dazu, dass das Energieniveau, das L3-Niveau, sich so ein ganz klein bisschen verändert, so ein ganz klein bisschen nach oben verschiebt. Also es gibt einen ganz kleinen Shift hier nach oben. Und dadurch verschieben sich auch diese Elektronen ein bisschen nach oben. Also sie sitzen dann auch ein bisschen weiter hier oben. Ja, wenn ich das ein bisschen rausvergrößere, dann sitzen die hier auch ein bisschen weiter hier oben. Bin jetzt wahrscheinlich schon klar, was passiert. Jetzt wird aus der K-Schale ein Elektron rausgeschlagen. Von hier oben fällt ein Elektron nach, aber es fällt natürlich dieses Elektron hier nach. Das heißt, diese Energie hier ist ein klein bisschen höher. Also bei Eisen zum Beispiel nicht 6,4 kV, sondern dann, keine Ahnung, 6,43 oder sowas. Weiß nicht genau. kV. Und was das bedeutet, und das Röntgenquant, das dann ausgesandt wird von diesem, hat natürlich dann auch, also das Röntgenquant hier hat natürlich auch eine leicht höhere Energie. Und was das bedeutet fürs Spektrum ist, dass wenn hier die K-Alpha-Linie ist, bei 6,4, dass man hier so leicht nebendran noch so einen kleinen Zusatzpeak hat. Und da dieser Zusatzpeak hier so klein daneben ist, wird der auch Satellitenpeak genannt. Peak. Der ist seine Bezeichnung oftmals als S dargestellt, also irgendwie so etwas wie KS Alpha 1 oder irgendwas in der Richtung. Das heißt, das ist dann die Satellitenlinie von K Alpha. Und wenn das über diese Leerstellen passiert, dann nennen wir das einfach Leerstellen, Satellitenlinien oder im Englischen Vacancy für Leerstelle, Vacancy Satellite Lines. Und es können auch mehrere von diesen Leerstellen auftreten, dann nennt man es Multi-Vacancy Satellite Lines. Und da diese Leerstellen das Ganze beobachten, was da links neben ihnen passiert, nennt man das auch Spectator Vacancies. Was irgendwie lustig ist, dass eine Leerstelle, da wo nichts ist, etwas beobachtet. Aber so ist es. Neben dieser Vacancy Satellite Lines gibt es auch noch Satellitenlinien, die durch Molekül-Orbitalaufspaltung stattfinden. Dann gibt es auch Shifts zu geringeren Energien, also nach links in diesem Fall hier, Energien. Und es gibt noch durch Charge Transfer auch gewisse Verschiebungen in diesen Energielinien. Also es gibt diese Multivacancies, diese hier und diese hier. Das sind jetzt nun aber noch alles
Satellitenlinien. Also das ist die erste dieser zusätzlichen Peaks. Also die erste sind Satellitenlinien und die entstehen in der Probe selbst. Dann als zweites. Als zweites gibt es die Peaks höherer Ordnung. Peaks höherer Ordnung. Das ist jetzt ein klein bisschen mehr trickreich mit den Peaks höherer Ordnung. Denn bei der Bragg-Bedingung gilt ja, wenn hier so ein Röntgenkorn ankommt, wird es hier mit dem gleichen Winkel reflektiert. Und zwar genau dann, wenn die Bragg-Gleichung erfüllt ist. Die lautet n Lambda gleich 2d Sinus Theta, wobei das hier Theta ist, das hier der Gitterabstand d und das hier die Wellenlänge Lambda. Und reflektiert wird es deshalb, weil eine zweite Welle, die hier lang und hier dann reflektiert wird, einen Gangunterschied hat, hier von genau 1 mal Lambda. Jetzt ist es aber so, wenn eine Welle ankommt, die halbe Wellenlänge hat und hier reflektiert wird, also ist nur schematisch dargestellt, dann hat die einen Gangunterschied hier von nicht 1 Lambda, sondern von 2 Lambda, weil die Welle halb so lang ist wie die, also weil diese grüne Welle halb so lang ist wie diese rote Wellenlänge. Das heißt, sie wird auch reflektiert. Und das ist gemeint mit einer Reflexion höherer Ordnung, denn dann steht hier eine 2. Und das Ganze funktioniert auch, wenn eine dritte Wellenlänge, so eine blaue hier beispielsweise jetzt, nur noch ein Drittel der Wellenlänge der roten hätte. Also wenn 3 mal Lambda ist das gleiche wie 2 mal Lambda und das ist das gleiche wie Lambda. Und das wäre dann eine Reflexion der dritten Ordnung, auch eine höhere Ordnung. Und das sind natürlich alles andere Elemente. Also wenn das hier ein Element ist, ja, vielleicht Silber, und dann wäre das zweite vielleicht sowas wie Mangan, völlig ausgedacht, und das dritte sowas wie Blei oder was weiß ich was, und jeweils eine entsprechende Linie dazu. Das heißt, alle drei Elemente haben charakteristische Röntgenstrahlung, die reflektiert bzw. gebeugt wird. Und die kommt jetzt auch im Detektor an. Jetzt ist es nicht 100%, so wie ich es am Anfang gesagt habe, also es kommt hier im Detektor an. Und im Spektrum liegen die natürlich alle bei einer Energie. Also es ist nicht so, dass man jetzt hier, wenn es hier wieder Kiloelektronenvolt sind, dass man hier jetzt mehrere, und das ist einfach die Counts per Second, dass man hier jetzt mehrere Peaks sehen würde. Also da kommen nicht mehrere Peaks hier. Aber diese Peaks kommen alle durch. Also die werden alle detektiert. Ja, die werden alle detektiert. Und das ist natürlich ein Problem. Und dieses Problem lässt sich lösen mit der Detektorelektronik. Das ist nicht was, was ich jetzt hier erkläre. Man muss hier an der Stelle nur wissen, dass es diese Peaks höherer Ordnung gibt. Und das wäre dann die zweite Art von Peaks, die es noch gibt, die dann im Detektor ankommen. Das sind die Peaks höherer Ordnung und die entstehen oder die kommen durch beim Analysator-Kristall. So, die beiden weiteren Peaks entstehen beide im Detektor. Der Detektor ist ja so ein gasgefülltes Rohr. Ich zeichne es mal kurz schematisch auf. Hier ist das Fenster. Durch das Fenster kommen die Röntgenstrahlen rein. Und hier drin ist dann der Zähldraht. Hier wird dann das Argongas ionisiert. Und die Elektronen, die bei der Ionisierung entstehen, gehen dann auf das Zellgas und lösen dann eine Spannungsänderung aus, die dann als Impuls gezählt wird. Jetzt werden diese Argonatome nicht nur ionisiert, sondern diese Argonatome, wie jedes andere Element auch, kann auch angeregt werden. Das heißt, was in einem Argonatom auch passieren kann, ist, wenn ich hier dieses Argonatom ganz schnell aufzeichne, ist, aus den Elektronen wird durch diese Röntgenstrahlung jetzt ein Elektron aus der inneren Schale rausgeschlagen und dann fällt von oben ein Röntgenquant wieder runter und sendet
Argon, zum Beispiel Argon-K-Alpha-Strahlung aus. Und diese Argon-K-Alpha-Strahlung wird also jetzt hier von diesem Argon-Atom auch ausgesendet. Kein Problem, das regt einfach oder ionisiert weitere Argon-Atome und dann werden eben deren Elektronen hier auf den Draht abgeleitet. Was jetzt aber auch passieren kann, ist, wenn es hier ein Argon-Atom ist und das wird jetzt angeregt, dann kann es sein, dass das Röntgenstrahl dieses Argon-Atoms hier aus dem Detektor raus abhaut. Und die Energie dieses Argon-Atoms fehlt dann natürlich, wenn hier aus dem Detektor über die Hochspannung der Spannungsabfall oder die Spannungsänderung durch einen Röntgenquant gemessen wird. Das heißt, wenn hier eine Energie reinkommt von vielleicht 6,4 Kiloelektronenvolt und das Argon hat eine Ionisierungsenergie von knapp 3 Kiloelektronenvolt, dann ist das, was hier hinten bei der HV gemessen wird, das wird dann noch übersetzt, aber mal rein von der Differenz hier, sind 3,4 Kiloelektronenvolt. Das, was gemessen werden kann hier von der HV. Das heißt, das ist jetzt ein klein bisschen weniger. Und wenn man dann die Zählimpulse im Detektor anschaut, dann sieht das wie folgt aus. Im Detektor gibt es hier so eine Impulshöhenverteilung, da hat man hier, das wird alles übersetzt, da gibt es eine Zählelektronik dazwischen. Und diese Zellelektronik übersetzt das in Impulse. Das hier sind die Impulse, Impulshäufigkeit, Häufigkeit auf der Y-Achse. Und dann bekommt man hier so eine Kurve raus und das wird dann immer so eingestellt, dass die Menge der Impulse der einzelnen Röntgenquanten hier bei 4 Volt liegt. Ja, das ist hier, die Achse ist, ist in Volt. Jetzt bekommt man aber noch, und diese 4 Volt, die würden dann entsprechen diesen 6,4 Kiloelektronenvolt. Und wenn man ein anderes Element messen würde, dann würde die Zellelektronik das automatisch wieder einregeln. Also angenommen, man würde Silizium messen, das eine Energie hat von knapp 1,8 Elektronenvolt, dann würde wieder die Zellelektronik diese Impulswindverteilung hier auf 4 Volt einstellen, also 4 Volt. Aber dieser Peak würde eben 1,8 Kiloelektronenvolt entsprechen. Wenn nun aber hier Energie verloren geht, weil hier Röntgenstrahlung von dem Argonatom abhaut, dann gäbe es eben noch diese 3,4 Kiloelektronenvolt bei zum Beispiel Eisen. Das heißt, es würde hier vorne noch einen zweiten Peak geben, der eben 3,4 Kiloelektronenvolt entspricht. Das würde natürlich auch vom Zähler angepasst, also der Hauptpeak würde bei 4 Volt liegen. Diese 4 Volt entsprechen dann der K-Alpha-Linie von 6,4 Kiloelektronenvolt. Und dann gibt es den zweiten Peak, der 3,4 Kiloelektronenvolt hat. Und dann müssen wir es über 3 Satz entsprechend umrechnen. Und dazu müssen wir rechnen, 4 Volt geteilt durch 6,4 Kiloelektronenvolt. Das gibt 0,625 und das multipliziert man dann mit 3,4 und erhält dann 2,125 Volt. Und das ist genau, wo dieser Peak dann hier liegt. Das ist diese umgerechnete Verschiebung. Wie gesagt, die Zählelektronik gibt uns hier so ein Diagramm aus. Aber diese Verschiebung hängt natürlich immer davon ab, wie hoch diese ursprüngliche Energie ist. Da jetzt das Ganze zustande kommt, weil hier ein Röntgenquant von einem angeregten Argon verschwindet, abhaut, nennt man das Ganze auch Escape Peak. Das ist ein klein bisschen verwirrend, weil man misst ja nicht das hier, was abhaut, sondern man misst das, was hier drin ist, minus dem, was eben abhaut. Aber man nennt es trotzdem Escape Peak. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, ob bei Silizium ein Escape Peak auftauchen kann, dann geht es natürlich nicht, denn 1,8 minus 3 vom Argon gibt dann eine negative Zahl. Das heißt, ein Escape Peak würde im Negativen liegen und das wird natürlich nicht gezählt. Deshalb gibt es hier kein Escape Peak, zum Beispiel bei
Silizium. Und das ist die dritte Art von Peaks, die entstehen, noch zusätzlich entstehen können, die jetzt aber nur in der Zellelektronik auftauchen. Das sind diese Escape Peaks. Und dann gibt es schließlich noch eine vierte Art von Peaks. Und das passiert, wenn im Zähler, jetzt wieder ganz kurz diesen Zähler hier, hier ist das Fenster mit dem Zähldraht. Und das passiert dann, wenn hier ganz viele Röntgenquanten auf einmal ankommen. Und dann ist es so, dass vielleicht zwei Röntgenquanten gleichzeitig ankommen, wirklich exakt gleichzeitig ankommen, sodass die wahnsinnig viel Argon ionisieren und die Energie beider Röntgenquanten jetzt auf diesen Zähldraht draufgehen. Und was dann gezählt wird, ist, im Fall jetzt von beispielsweise Eisen, nicht mehr 6,4 Kiloelektronenvolt, sondern beide exakt gleichzeitig ankommen, misst man das Doppelte, 12,8 Kiloelektronenvolt. Also was passieren muss, ist, dass zwischen der Ankunft zweier Röntgenquanten eine gewisse Zeit vergeht. Also man braucht eine gewisse Zeit T. Und wenn diese Zeit unterschritten wird, kommen die Röntgenquanten gleichzeitig an. Man nennt das auch die Todzeit. Also die Todzeit ist eben die Zeit zwischen zwei Röntgenquanten. Und wenn die Todzeit zu klein ist, dann, wenn welche gleichzeitig ankommen, kann auch gleichzeitig gezählt werden. Das heißt, wenn wir dann wieder den Zähler angucken, und hier ist wieder diese Voltzahl, die auf diese 4 Volt hier normiert ist für die ganzen Impulse, die gezählt werden aus dem Zählrohr raus, dann wird mir einen zweiten Peak bekommen bei der doppelten Energie. Und der ist dann genau hier, der ist also bei 12,8 Kiloelektronenvolt. Natürlich ist er genau dort, wo auch der Peak höhere Ordnung ist. Also die könnten da nicht voneinander unterschieden werden. Und der hier wird auch genannt Summenpeak, weil eben die Energien doppelt zählt. Oder auch Pile-Up, wird er auch manchmal genannt, Pile-Up-Peak. Und die kann man bei EDS relativ häufig sehen, bei WDS kommt es eigentlich nicht so vor. Bei WDS kann man bis zu ungefähr so etwas wie vielleicht 60.000 Counts pro Sekunde messen, bevor das Problem auftritt. Also das wäre dann der vierte, wäre der Summenpeak. Summenpeak. Und die beiden Peaks entstehen im Detektor selbst. Also auf der Probe Satellitenlinie, durch eine Änderung der Energieniveaus kommen, dann im Analysatorkristall Peaks höhere Ordnung und im Detektor dann die Escape Peaks und die Summenpeaks. Und das sind die 4 Peaks, die wir zusätzlich immer bei der Erstellung des Messprogramms beachten müssen.